Es geht uns nicht nur ums Graffiti. Was uns wichtig ist, ist einfach Leuten zu vermitteln, dass Farbe, wie wir sie überall um uns herum benutzen, immer auch Plastik enthält. Das Plastikmaterial ist eben da als Bindemittel drin in all diesen Farben und deswegen wird es überall mit aufgetragen, wenn Sie zum Beispiel eine Wand streichen. Der nächste Schritt ist halt eben nachzuweisen, ob diese Partikel irgendwelche Effekte im Boden haben. Wir vermuten aber, dass sie sich negativ auf Bodenbiodiversität ausüben könnten.